Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Rogue. Jetzt machen wir weiter. Wir werden natürlich auch in dieser Folge die Hauptgeschichte ein wenig vorantreiben, aber bevor ich dorthin gehe, laufe ich mal ganz fix ins Sperrgebiet und werde mich mit dem Aussichtspunkt synchronisieren. Aber hier vorne ist ja noch ein Geschäft. Was hat er denn so Tolles hier? Was können wir denn kaufen? Wir könnten natürlich auch wieder das Schiff verbessern. Ich schaue mal, ob das überhaupt möglich ist. Nicht so wirklich. Das kostet alles eine Menge Asche. Schwere Kugeln. Könnten wir nochmal verbessern? Ja, das machen wir. Die schweren Kugeln sind wirklich enorm toll. Wenn wir dann einfach so feuern, haut das richtig rein. Mörser können wir leider noch nicht verbessern, dafür fehlt uns auch noch ein Plan. Irgendwas, was wir noch verbessern können? Nee, sieht nicht danach aus. Naja, gut, egal, schwere Kugeln gehen ja schon mal. Schiff aufgerüstet, hervorragende schwere Kugeln erworben. Woher sind Sie, Sir? Woher ich bin? Ja, das frage ich mich auch gerade. Also ich würde dir die Frage ganz gerne beantworten, wenn ich darauf eine Antwort hätte. Ich weiß gar nicht, woher ist Shay? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich habe jetzt darauf gerade keine Antwort. Wir sind im Sperrgebiet, das könnte lustig werden. Wir sind ja auch immer noch bei der Assassinenbruderschaft, das wird sich aber bald ändern. Und Shay wird bald ein Templer werden. Aber mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Das werdet ihr im Laufe der Geschichte alles selber mitbekommen. Das ist auch das erste Mal, dass es bei einem Assassin's Creed Spiel so ist, dass wir die Seite der Templer im Endeffekt nachher spielen. Aber ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Da unten würde es nochmal einen Waffenladen geben, aber ich möchte ja zum Aussichtspunkt. Der ist da vorne. Komme ich da so ohne weiteres hin, ohne dass mich jemand sieht? Da unten wären jetzt noch zwei. Ah, Mist. Eben konnte ich die mit einem Doppelattentat ausschalten. Okay, das ist meine Chance. Uns hat niemand gesehen. Wir klettern ganz schnell hier rauf auf die Kirche. Der Adler fliegt jetzt weg. Und wir synchronisieren uns. Schnellreise wurde freigeschaltet. Ja, das war natürlich auch ein Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. Was gibt es hier denn so Tolles auf der Karte? Wir können hier einen Schatz finden. Zwei Shanties haben wir hier. Da hinten ist noch ein Fragment. Hier gibt es noch ein paar andere Sachen. Da hinten könnten wir noch eine Taverne freischalten. Könnten wir auch eigentlich mal machen. Ich hole mir erstmal das Fragment. Und dann versuche ich mir mal ganz fix den einen Schatz da zu holen. Abstergo-Herausforderung beendet. 10 Animus-Fragmente. Den einen Typen locke ich jetzt hier mal ganz schnell an und dann mache ich ihn klar. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Nee, der eine Typ hat es nicht gecheckt. Der geht jetzt hier alleine auf Patrouille. Nein, geht er nicht. Ja. Okay, sehen die mich hier hinten? Okay, sie sehen mich. Ja, ja, okay. Dann müssen wir uns erstmal hier einem Kampf stellen. Mache ich eigentlich viel zu selten. Das lief ganz gut. Plündern werde ich die Jungs jetzt erstmal nicht, das ist Nebensache. Wo ist jetzt hier die Truhe? Die muss irgendwo hier unten sein. Hallo, guter Mann. Also plündern lohnt sich definitiv. Kriegen wir immer tolle Sachen. Den haben wir erstmal umgerammt. Da hinten sind noch irgendwie zwei Wachen. Und das sind keine Rotjacken, das sind Rotröcke. Ich habe nochmal recherchiert. Die nennen sich nämlich Rotröcke.
Die gehören, glaube ich, zur britischen Armee. Ihr könnt mich gerne korrigieren, falls ich mich täuschen sollte. Mensch, ich will hier ein Doppelattentat machen. Ja, bitte, geht doch. Ich werde mal noch versuchen, schnell die Shanty zu kriegen. Bei diesen Shantys müssen wir natürlich immer so vorgehen, dass wir uns ein wenig vorbereiten. Wir müssen gucken, wo die ist und schauen, wie der Weg ist, wie wir am schnellsten hinkommen, weil das Notenblättchen fliegt ja dann doch relativ schnell weg. Aber jetzt sollte das klappen. Wir haben eine gewisse Zeit, um es zu kriegen. Wir müssen uns echt beeilen. Die Shantys haben den Vorteil, dass wenn wir die immer kriegen und das Notenblatt ist jetzt weg. Scheiße, okay. Das hat nicht geklappt. Ja, die Shantys haben wie gesagt den Vorteil, dass wenn wir umso mehr davon haben, umso mehr Lieder auch auf dem Schiff verfügbar sind, die die Crew singen kann. Das ist natürlich auch ein cooles Feature. Ich markiere mir mal schnell die Truhe. Aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne mal irgendwann wirklich bald meine Gesundheit irgendwie wiederherstellen. Ich hoffe, das geht bald. Oh Mist, jetzt hat er mir voll eine verpasst. Können wir ein Kettenattentat machen? Jawoll. Zack. Klar gemacht. Plündern werde ich die jetzt nicht. Das kostet ein bisschen zu viel Zeit. Wenn wir eigentlich relativ viel Schatztruhen suchen, kriegen wir auch dadurch viel Geld zusammen. Ja, du da. Warum die hier immer auf Englisch reden, weiß ich auch nicht. Manche reden auf Deutsch und manche reden auf Englisch, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Achso, na dann. Und dann, Mama. Okay. Hat's ihn aus der Latschen gehauen. Ein einfacher Bodycheck hat ausgereicht. Wo haben wir jetzt noch was Tolles? Wenn wir schon mal dabei sind, dann hole ich mir hier erstmal alles, was geht. Da vorne ist noch ein Artefakt, das nennt sich Wohlstand. Ich weiß gar nicht mehr, was das so doll für einen Effekt hat. Bringt das jetzt Geld ein oder ist das einfach nur ein Sammelobjekt? Jetzt sollten wir einmal rankommen. Oha. Okay. Das hat bestimmt wehgetan. Auf zur nächsten Truhe, die ist hier vorne. Wo ist das Teil? Wo muss ich lang? Hier vorne muss ich lang. Ist natürlich echt von Vorteil, wenn wir uns das immer markieren. Oh, der Hase ist aber schnell. Aber wir haben ihn trotzdem bekommen. Diese kleinen Zwischensequenzen, wenn Jay irgendwelche Tiere häutet oder sowas, die werde ich jetzt immer abbrechen. Nicht, dass ihr euch wundert. Hier haben wir die nächste Truhe. Da sind natürlich auch Sachen drin, die sofort automatisch verkauft werden. Die brauchen wir auch nicht wieder so einzeln im Laden verkaufen. Das ist auch ein geiles Feature. Hier hinten ist eine weitere Truhe. Das heißt, ich muss jetzt nach da vorne. Aber komme ich da auch so hin? Hier sind ja so eine Mauern. Nee, hier komme ich nicht wirklich ran. Ich muss von einer anderen Richtung ranlaufen. Und ich weiß gar nicht mehr so recht, ist es der erste Teil, wo der Hauptcharakter ein Gewehr hat? In Assassin's Creed 3 hatten wir ja so ein... Naja, was hatten wir denn da? Ein Blasrohr. Und solche Pfeile, glaube ich, war das. An das Fragment kommen wir nicht ran, da müssen wir von oben ranspringen.
Aber ich möchte ja zur Truhe und die ist irgendwo da unten. Aber das war aber ein weiter Sprung, Shay. Das hast du ja richtig toll gemacht. Die Truhe ist irgendwo da unten. Oh, verdammte Axt. Ich habe gedacht, der springt so ins Wasser. Der ist ja da unten aufgeklatscht. Kommen wir jetzt hier überhaupt wieder hoch? Shay, können wir hier irgendwo wieder hoch? Tolle Nummer. Wo befindet sich jetzt das nächste Teil? Na gut, das wäre das Fragment, ja. Dazu müsste ich aber hier in dieses Fort rein. Könnte ich eigentlich mal machen? Naja, ich weiß, ein Sperrgebiet. Da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen rein. Da erleben wir noch ein bisschen Action und anders kommen wir irgendwie auch gar nicht an das Fragment ran. Warnung, Sperrgebiet. Das ist natürlich das Coole, wenn wir aus einer bestimmten Höhe runterspringen und dabei ein Attentat machen, dann verlieren wir nicht wirklich Gesundheit. Also wir verlieren eigentlich gar keine Gesundheit. Hallo, guter Mann. Der wollte bestimmt hier gerade auf die Toilette oder was auch immer das da ist. Jetzt habe ich ihn an seinen täglichen Toilettengang gehindert. Zumal wird er jetzt auch nie wieder auf Toilette gehen können. Ja, dann haben wir hier vorne erstmal alles bekommen, würde ich sagen, außer natürlich die Shanty. Das da unten hole ich mir, wenn ich zur Hauptmission gehe. Ich gehe jetzt erstmal nach hier vorne und hole mir hier noch den ganzen Rest, zumal gibt es da hinten auch noch eine Templerkarte. Ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, ich werde nicht straight die Hauptgeschichte vorantreiben, also ich werde es auch machen. Aber ich werde nebenbei immer so ein paar andere Sachen machen. Entweder mache ich das am Anfang einer Folge, bevor ich eine Mission starte, oder danach. Oder noch dabei, je nachdem. Also nur die Hauptmission und die ganzen Sequenzen vorantreiben, das werde ich nicht. Erstmal werden die Folgen dann total kurz und die Serie wäre auch total schnell vorbei. Und zumal kriege ich ja auch nicht so alles. Das wäre natürlich auch zu meinem Nachteil hier im Spiel. Und das ist ja auch ganz gut. Dadurch, dass wir mit dem Schiff überall rumfahren können und alles so plündern können und überall an Land gehen können, kann ich da schon echt gute Sachen draus machen. Das Fragment haben wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht. Kann ich jetzt schon die Taverne renovieren oder nicht? Ich kann es ja mal versuchen. Um solche Gebäude zu renovieren, brauchen wir auch immer wieder Rohstoffe, so wie Holz, Stoff, Stein und alles sowas dergleichen. Aber vielleicht klappt das schon. Hier drin müssen wir uns sicherlich wieder einer Schlägerei stellen. Schalten Sie Tavernen frei, indem Sie Schläger verprügeln. In jeder Stadt, jedem Dorf und jedem Lager gibt es eine Taverne. In Tavernen können Sie Besatzungsmitglieder anheuern, Informationen vom Wirt erhalten und Minispiele absolvieren. Das ist doch toll. Versuchen wir es mal. Ich finde die Musik immer total geil. Also in der Zeit, in der wir uns hier befinden, im 18. Jahrhundert, ist das echt schon coole Mucke, finde ich. Und wie ihr seht, hier ist wieder heges Treiben. Die Leute jammen hier ein bisschen. In jeder Taverne, oh, kriegen wir auf den Sack. Nur weil wir den seinen Becher da ausgekippt haben. Ich weiß gar nicht, was da drin war. War da Rum drin? War da Schnaps drin? Ist Rum und Schnaps nicht das gleiche? Ich weiß es nicht.
in der Kamerasicht ist natürlich sehr unvorteilhaft, wenn die Balken immer da so im Weg sind, das stört ein wenig. Ah ja, wir können uns Informationen beschaffen. Machen Sie weitere Fortschritte, bis der Wirt Ihnen Informationen liefern kann. Okay, können wir dann wohl doch nicht. Was haben wir hier? Wir könnten hier ein Minispiel machen. Aber diese Minispiele, die kenne ich noch aus Assassin's Creed 3. Ich glaube, wir können hier Dame und Mühle spielen und die Spieler, die sind echt gut. Also das tue ich mir jetzt nicht an. Das mache ich dann auch ein andermal, also wenn ich Lust drauf habe. Aber wir können doch hier irgendwie noch eine Crew anheuern. Können wir das nicht machen? Ach so, die Crew ist schon voll. Ja. Und wenn das hier mit den Informationen beschaffen geht, dann wird auf der Weltkarte immer ein oder ein anderes Schatzziel freigeschaltet. Das ist auch cool. Aber leider geht's ja noch nicht, da wir in der Hauptgeschichte noch ein wenig weitermachen müssen. Was machen die denn hier? Haha, auch geil. Ja, Leute, ihr habt Spaß, wa? Wo haben wir jetzt hier das nächste Item? Das ist hier vorne. Das ist wieder eine Schatzkiste. Das sah ja geil aus, wie die da so rumgehüpft sind. Finde ich ja toll. So, wir haben ja wieder mal ein Sperrgebiet. Ja, Diggerchen, dich mache ich erstmal gleich fertig. Du nervst nämlich immer. Wenn ich den jetzt hier schnell klar mache, kann ich den anderen mit einem Kettenattentat ausschalten. Und den anderen hätten wir wahrscheinlich auch... Na gut, hat doch nicht geklappt. Wie oft Shay auf den einsticht. Ich glaube, der war schon nach dem zweiten Stich hin. Aber Shay hat gedacht, okay, ich hau mal noch 100 Mal weiter rein. Das war die 5. von 6 Truhen. Bringt uns natürlich auch immer ein bisschen Geld, ist ja klar. Hier vorne ist da noch ein Fragment. Aber irgendwo muss es noch eine Truhe geben. Ach so, ja, stimmt, die war ja da unten. Dann holen wir uns jetzt das nächste Fragment. Jetzt sind wir wieder außerhalb der Siedlung. Solche Waldstücke gibt es hier auch immer. Können wir natürlich auch wieder Tiere jagen. Mache ich jetzt auch gleich mal. Das war, glaube ich, ein Fuchs. Fünf Tiere heute. Ja, das war ein Fuchs. Aber wir sind hier nicht alleine. Hier vorne ist noch irgendwie ein Lager. Das sind auf jeden Fall keine Rotröcke. Das sind Orangeröcke, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, der hat es nicht gehört. Jetzt ist er hier fällig. Und den anderen Typen hier vorne renne ich jetzt um. Und es hat angefangen zu regnen. Ja, hopp. Ja, was wolltest du sagen? Irgendwo muss hier noch was liegen. Genau, hier vorne. Bei dem Rotrock liegt noch was. Ein Brief. Aber hier muss noch irgendwo ein kleines Fragment rumliegen. Oder... Ach ja, da oben ist es. Ich sehe schon. Wie komme ich da jetzt ran? Ich muss, glaube ich, hier vorne hochlaufen. Und ich hoffe, euch gefällt auch die Videoqualität von meinen Folgen. Also ab... Ich weiß gar nicht, ab wann habe ich ihn angefangen? Ab The Evil Within 1, irgendwann ab der Hälfte habe ich angefangen, ganz gute Qualität zu machen. Also, wenn ich da manchmal andere Videos bei YouTube sehe, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Hauptsache viele Folgen raushauen, ja, aber die Videoqualität in schnellen Bildern, die lässt echt zu wünschen über. Daher nehme ich lieber ein bisschen mehr
geilere Qualität auf. Es dauert zwar ab und an mal ein wenig länger, bis ein paar Folgen da sind, aber dafür sind die Folgen auch wirklich in Top-Qualität. Aber warum komme ich dann jetzt hier nicht an dieses scheiß Fragment ran? Mensch, hey, komm. Nee, nicht hängen. Hochspringen. Nun komm schon. Das ist immer so eine Sache. Er müsste eigentlich hochspringen. Also ich glaube, das ging auch gerade. Eben wurde es eingeblendet. Ja, eben wurde es eingeblendet. Ich muss da dieses Fragment kriegen. Ja, ganz tolle Nummer. Na, okay, Shay. Ist auch egal. Dann willst du halt dieses Fragment nicht haben, dann holen wir uns auch nicht, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter und machen die Mission, die für die Hauptgeschichte relevant ist. Die Rotröcke ramme ich hier vorne nochmal um. Das war ja auch geil. Das habe ich so von Shay auch noch nicht gesehen. Schon kurios, warum ich dieses Fragment gerade nicht kriegen konnte. Normalerweise ist es wirklich so, dass wenn man irgendwo auf einen bestimmten hohen Punkt klettert, dass man von da aus auch irgendwie kurz springen kann. Aber das war gerade... Aua. Das war gerade nicht der Fall. Ein wenig kurios, warum das nicht möglich war, das Fragment zu kriegen. Na egal. Nicht weiter darüber wundern. Was wolltest du gerade sagen? Schreiten Sie in der Geschichte voran, um diese Aktivität freizuschalten. Das haben wir ja vor. Das möchte ich ja jetzt auch in Angriff nehmen. Hier ist auf jeden Fall einer von meiner Crew, also von den Assassinen sind das zwei. Aber ich möchte hier vorne noch ein bisschen was einsammeln. Einmal das Fragment, dann die Schatztruhe und noch eine weitere Templerkarte. Das Fragment ist da oben. Na los, Shay, kletter doch mal da hoch. Gut, das Fragment haben wir schon mal. Ich markiere mal schnell die Templerkarte, sonst suche ich mir da wieder einen Wolf. Die ist da vorne. Die scheint sich hier hinter dem Haus zu befinden. Ja, hier liegt sie auch. Das nenne ich Beute. Eine weitere Karte. Zwei Stück haben wir bis jetzt. Wenn ich mehrere davon habe, mache ich das in einer Folge, wo ich denn mir alle hole. Oder vielleicht stoße ich auch durch Zufall mal auf einen Schatz. Also wenn ich da in der Nähe bin, muss ich mal gucken. Weil wie gesagt, da gibt es ja auch noch diese Baupläne für die Morrigan. Und die brauchen wir ja. Also die Mörser für die Morrigan, wenn wir die haben, die hauen richtig rein. Damit können wir später richtig viel Schaden anrichten. Und daher sollten wir auch diese Schatzkarten uns immer holen, um auch diese Erweiterungspläne für die Mörsergeschosse uns im Endeffekt dann holen zu können. Weil das haut richtig rein. Hier ist jetzt auch die letzte Truhe. Und jetzt machen wir endlich mit der Hauptgeschichte weiter. Sequenz 02. Wir, das Volk. Dann starten wir das mal. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der.
Apropos Lawrence Washington. Seit er ihn eliminiert hat, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. In den Kongress in Albany einschleichen. Unentdeckt in den Kongress einschleichen. Das ist das optionale Ziel. Wie weit ist denn das überhaupt weg? Unentdeckt zählt ja für mich nur, dass man mich nicht entdecken sollte. Aber wenn ich das gekonnt mache mit Berserker-Pfeilen, dann machen die sich ja selber klar. Somit habe ich hier auch keine Wachen mehr, die mir mehr oder weniger Schaden zufügen können. Aber der ist leider zu weit weg. Vielleicht klappt das jetzt. Okay, den haben wir schon mal rasend gemacht. Den haben wir auch rasend gemacht. Mal gucken, was die Jungs jetzt so treiben. Ich werde mich mal ein bisschen zurückziehen. Die machen sich, wie gesagt, gegenseitig klar. Und somit sind ja auch die Wachen weg. Und dann kann ich eigentlich ungehindert reinschleichen. Weil das Reinschleichen ist eigentlich manchmal nicht so mein Ding. Ich meine, ich krieg's auch hin, aber ich bin manchmal ein bisschen verplant. Neuer Sheet freigeschaltet. Ja. 10 Wachen durch rasend gemachte Wachen eliminieren. Das ist auch toll. Wir werden uns mal ganz schnell das Sheet-Menü angucken. Das möchte ich mir auch mal ansehen. Wo haben wir das? Bei Abstergo Herausforderung? Ach so, stimmt ja. Das sah ja so aus. Wir kriegen ja immer noch ein paar tolle Belohnungen, wenn wir was gemacht haben. 10 Gegner aus Verstecken eliminieren. Noch einen Aussichtspunkt muss ich synchronisieren. 3 Assassinen abfangen. Mhm. Es gibt hier natürlich verschiedene Kategorien. Seht ihr ja selber. Sheets sind während einer Mission nicht verfügbar. Okay, ich möchte ja auch gar keinen reinnehmen. Aber für gewisse Herausforderungen, ach Quatsch, nee, für gewisse Erfolge müssen wir auch ein Sheet aktivieren. Das macht es natürlich etwas schwerer, aber das macht eine Menge Spaß. Ich werde jetzt mal schnell mir den einen Typen hinten ranpfeifen. Hoffentlich reicht das auch. Die anderen Wachen habe ich ja schon erledigt. Kann ich mir den einen jetzt ranpfeifen? Nee, das reicht noch nicht aus. Wenn der aber umdreht, dann mache ich ihn klar. Jetzt dreht er um. Schade, das reicht noch nicht. Wenn ich den jetzt klar mache, müsste ich eigentlich, glaube ich, eine Herausforderung abschließen. Ja, genau. 10 Gegner aus Verstecken eliminieren. Ich habe es mir schon fast gedacht, dass das hier auch zu einem Versteck zählt. Wo sind jetzt hier alles noch ein paar Rotröcke? Das Ziel ist knappe 30 Meter weit weg. Das ist da hinten. Ich muss ungesehen da reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob sich hier auf den Dächern noch irgendwo ein paar Rotröcke befinden. Meistens ist es ja so, dass dann hier irgendwo der ein oder andere Scharfschütze steht. Ich werde mal die Gegend ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Im Moment sehe ich jetzt noch nichts. Ja, dann versuchen wir es mal. Ah, das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss
der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile nach Fort Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ach, Mist. Ah, oh, verdammte Axt. Ah, scheiße, ich wollte den eigentlich mit einem Berserker-Pfeil treffen. Ich hatte die Pfeile nicht drin. Und dann wollte ich ihm hinterherrennen und wollte abbiegen und dann war er wieder zu weit weg. Verdammte Axt. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ah, scheiße. Scheiße. Nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Von König George ab. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kolonie. Kann ich den vielleicht flankieren? Nee, kann ich nicht. Ah, verdammte Axt. Ich muss das aber nochmal versuchen, ob das geht. Ich muss den gleich mit einem Berserker-Pfeil treffen. Also gleich die Pfeile anwählen und zack. Also er muss ja sterben und wenn der Rasen gemacht ist, dann verreckt er ja auch. Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ach, scheiße. Okay. Dann folgen wir ihm einfach mal so. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Könnte vielleicht noch klappen. Meine Damen, darf ich hier mal durch? Ja, ja, ich weiß. Niemand da vorbei. Und alles sowas. Ziel hat Bestimmungsort erreicht. Scheiße. Ja gut, dann einfach rennen, würde ich sagen. Und dann darüber springen. Darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ja, dann laber nicht, Shay. Renn einfach mal. Meine Fresse, ey. Quatscht hier rum, regt sich noch die Kapuze da zurecht und sonst was, ja? Kann doch nicht wahr sein. Oh ja, kletter hier noch total geschmeidig einfach mal hoch, ne? Oh, verdammte Axt. Ja, das kostet alles Zeit. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Bei den simpelsten Scheißsachen habe ich immer die größten Probleme. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Jetzt bin ich aber besser von der Zeit her. Jetzt sollte ich das wirklich hinkriegen. Weg da. Ich muss durch, ich bin Arzt. Ja, ja, ich weiß. Niemand kann vorbei. Wissen wir ja mittlerweile. Jetzt zu Wardrop. Und dem Manuskript. Wie einfach das doch gehen kann, ja? Habt ihr das gesehen? Einmal, zack, Luftattentat, Feuer, aber dann so eine simple Scheiße und drei Fails, ja? James Wardrop ausfindig machen. Und den, glaube ich, muss ich auch mit einem Luftattentat ausschalten. Das wurde eben noch so eingeblendet.
Der ist hier irgendwo in dieser Festung drin. Ich muss hier nur irgendwie reinkommen. Komme ich hier auch irgendwie rein? Button Shay, da kannst du nicht hochklettern, oder wie? Da kann der echt nicht hoch. Dann bahnen wir uns halt den Weg hier über die Bäume und dann klettern wir halt hier vorne hoch. Hier können wir wieder reinklettern. Da oben ist irgendwo ein Scharfschütze. Weil den schnappe ich mir auch gleich. Hallo, mein Freund. Die Flagge blinkt so. Können wir die irgendwie hissen oder verbrennen? Oder irgendwas können wir da, glaube ich, machen. Ich werde mal mit dem Adlerauge gucken, wo sich der Typ befindet. Da unten ist er. Okay, mit einem Luftattentat kann ich den ausschalten. Ja, ja, ich weiß. Sperrgebiet und so. Wo ist denn der Typ schon wieder hin? Hau der ab? Ich fass es nicht. Warum haut der ab? Hau mal nicht ab. Bleib mal bitte hier, ich will dich klar machen. Scheiße, der rennt irgendwie weg. Kacke, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mich irgendwie gleich auf Dächer begeben. Ja, ja, ich könnte mir jetzt schnappen, aber das will ich ja nicht. Och, Shay, komm schon. So eine verdammte Scheiße. Jetzt rennt er in die andere Richtung, nein. Okay. Vielleicht schaffe ich das noch, wenn ich hier auf Dach aufgehe. Könnte hinhauen. Jawohl, es klappt. Warum hat das nicht hingehauen? Machen wir es gleich nochmal. Der dürfte uns jetzt eigentlich nicht sehen, der Junge. Jetzt sind die in der Alarmbereitschaft. So eine verdammte Scheiße. Jetzt kommt er auch noch hoch, ich fasse es nicht. Schnell verstecken. Den schnappe ich mir erstmal. Den anderen hier schalte ich auch noch schnell aus. Desynchronisieren. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Jetzt haut er schon wieder ab. Okay, es könnte noch klappen. Wenn der nicht wegrennt. Jawohl, jetzt hat's endlich geklappt. Das nehme ich. Du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann. Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Perish!
Naja gut, hätten wir geschafft. Ich muss jetzt aus dem Gebiet entkommen. Aber vorher gibt's hier noch ein bisschen Action. Oh, eine Bombe! Mal gucken, wie lange ich das Kettenattentat aufrechterhalten kann. Da muss ich erstmal den Dicken hier klar machen. Mist. Na los, komm her. Und jetzt den Fettsack hier. Okay, Kopfnuss kann ich auch. Nee, kann ich nicht, aber... Oh, warte mal. Wenn man nicht weiter weiß, sollte man sich die Rauchbomben zur Hilfe nehmen. Wie viele Leute sind hier noch am Start? Ich bin desynchronisiert, ich fasse es nicht. Ich hatte wirklich vorgehabt, Kreis zu drücken und habe Viereck gedrückt. War das jetzt der dritte Fail oder die dritte Desynchronisation in dieser Folge? Oder wahrscheinlich war es sogar schon die vierte? Naja, gut. Ist ja auch egal. Dann machen wir die Jungs hier erstmal wieder fertig. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh, der Dicke hat noch nicht. Oh Mist, ist das hier eine Bombe? Diesmal habe ich gekontert, Freundchen. Oh, da rennt ja noch eine Frau. Wir dürfen natürlich keine Zivilisten töten. Und es kommen immer wieder Leute. Nee, komm, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel. Ich renne jetzt einfach. Wo ist der Hafen? Da hinten ist der Hafen. Ich sehe schon die Morrigan. Ich muss irgendwie anonym werden. Scheiße, den konnte ich jetzt nicht klar machen. Na egal. Dann rennen wir einfach erstmal weiter. Ach du Scheiße, was habe ich denn da hinter mir? Ich sehe das gerade auf der Karte. Da sind ja einige Leute. Was rempelt denn der mich hier um? Für euch muss ich leider nochmal eine Rauchbombe nehmen. Okay, den Dicken kann ich nicht einfach so klar machen. Das geht irgendwie nicht. Komm, Shay. Jetzt noch der Dicke und dann war's das. Jawohl. Und damit hätten wir die Mission abgeschlossen. Das war Erinnerung 2. Wir, das Volk, optionale Ziele waren unentdeckt, in den Kongress einschleichen, Wardrop mit einem Luftattentat töten, haben alles geschafft und somit hätten wir 100% erreicht. Das stimmt mein Gamerherz natürlich sehr mit Freude. Und wir müssen jetzt eigentlich auch direkt gleich... Kann ich den Hund streicheln? Hundi, lass dich mal streicheln. Tier streicheln. Ist ja toll. Geht ja. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Herausforderung. Wir müssen das, glaube ich, 5-mal machen. Ich mache das jetzt nochmal schnell. Oder waren es 10-mal? Ich weiß es nicht. Ich möchte sagen, ich habe vorhin gelesen, dass es für sowas irgendwie eine Herausforderung gibt. Genau, 5 Hunde streicheln. Wusste ich's doch. Habe ich doch gelesen vorhin. Naja gut, dann haben wir einiges geschafft. Wir haben fast die komplette Siedlung durchforstet, bis auf dieses eine scheiß Fragment, wo ich im Wald da nicht angekommen bin. Ich hatte zwar 4D-Synchronisation, aber ich habe die Mission im Endeffekt auf 100% abgeschlossen und nur das zählt. Und dann wären wir jetzt auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Let's Play Assassin's Creed Rogue.